Fahrt gehandelt wir. Haben nach dem Motto des ZDF-Programmdirektors Alois Schad gehandelt, wir ZDF machen keine Ferien, wir gestalten sie. Genauer gesagt, sie gestalten sie mit der Wunschfilmaktion. Sie erinnern sich, wir haben ein spezielles Sommerprogramm zusammengestellt, Sommerfestival im ZDF und Kinderferienprogramm. Innerhalb des Sommerfestivals besondere Theaterstücke, herausragende neue deutsche Filme und von Ihnen gestaltet, nach unserem Angebot, von Ihnen gewählt und gewünscht, der Wunschfilm der Woche. Und ich möchte eigentlich 5,4 Millionen und ein paar mehr mal Dankeschön sagen. Ich darf Ihnen ein Kompliment machen, verehrte Zuschauer des ZDF-Programms. Sie waren hervorragende Programmgestalter. Und wenn wir hochrechnen, was in der Tat stimmt, wenn wir hochrechnen, dann haben sich an der Wunschfilmaktion allein rund 15 Millionen Zuschauer beteiligt. Die meisten von Ihnen, also nur ein Drittel, sind durchgekommen. Die meisten von Ihnen sind nicht durchgekommen. Ich danke für das Verständnis, das insbesondere die Zuschauer aufgebracht haben, die sich belästigt fühlten, in der Tat gestört wurden, dadurch, dass einige Zuschauer zu schnell gewählt haben oder auch mal eine falsche Telefonnummer gewählt haben. Herzlichen Dank, wie gesagt, Ihnen allen für Ihr Mitmachen und für Ihr Verständnis und die Belästigungen und Störungen, die wir nicht verursacht haben, das darf ich hinzufügen. Wir werden dafür sorgen, dass die im nächsten Jahr, wenn wir zusammen mit der Deutschen Bundespost machen, abgestellt werden. Ich darf noch an dieser Stelle, bevor es auf den heutigen Wunschfilm zugeht, nicht der Spannung wegen, sondern der Sache wegen, eine Anmerkung machen, um die uns die Deutsche Bundespost, das Bundespostministerium gebeten hat. Bitte wählen Sie nicht mehr die Frankfurter Vorwahl mit den drei verschiedenen Wunschfilmnummern. Die Techniker der Deutschen Bundespost sind bundesweit jetzt dabei, nachdem unsere Aktion abgeschlossen ist, jetzt dabei, die neue Vorwahl für Frankfurt umzustellen, die technischen Vorbereitungen zu treffen, denn um 0 Uhr morgen früh hat Frankfurt hier eine neue Vorwahl. Bitte wählen Sie jetzt unsere Wunschfilmnummer mit der Vorwahl 0611 in Frankfurt nicht mehr. Noch einmal danke und nun zum heutigen Wunschfilm. Herr Denninger, Sie sagen uns zunächst, wie viele Zuschauer wurden registriert, wurden gezählt insgesamt für heute? Wir haben heute 878.346. 878.000, die in den 5,4 Millionen drin waren. Also, auch da nochmal Dankeschön. Und dann sind wir gespannt, welcher Film nicht gesendet wird heute Abend. Herr Denninger. Ja, an dritter Stelle ist In der Hitze der Nacht mit 26%, 224.022 anrufen. 18 Stunden bis zur Ewigkeit an zweiter Stelle mit 34%, 299.305 Stimmen. Und an erster Stelle stehen die Abenteuer in Rio mit 40% und 355.019 Stimmen. Abenteuer in Rio und nur 6% Unterschied, das ist auch selten. Nachdem nun der Wunschfilm feststeht, den Sie gewählt, den Sie sich gewünscht haben, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen sagen, wie der Programmablauf nach dem Wunschfilm, jetzt wissen wir es ja genau, die Filmlänge steht fest, aussieht, sozusagen schriftlich geschrieben, gebe ich Ihnen die Heute-Sendung, also um 22.05 Uhr und um 22.10 Uhr, Freddie Quinn mit It's Country Time, um 23.35 Uhr der Revolverheld und um 0.45 Uhr heute, diesmal nicht zum Sendeschluss, denn wir senden weiter bis morgen früh von den Olympischen Spielen Berichterstattung aus Los Angeles. Herr Denninger, ist Ihr Film heute Abend dabei? Haben Sie sich mal beteiligt überhaupt? Ja, ich habe mich auch beteiligt. Ich werde auch zuschauen. Und haben Sie ihn gewählt heute Abend? Ich habe auch den Film gewählt. Dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen, meine Damen und Herren, beim letzten Wunschfilm des Samstags in Ihrem ZDF-Programm für heute. Abenteuer in Rio. Viel Vergnügen mit Jean-Paul Belmondo.